Willkommen zurück zu was spielen wir? Creative zocken wir heute auf dem Galaxy Miner Server. IP wie immer in der Videobeschreibung. Mit dabei ist heute auch wieder der René. Sag hallo. Guten Tag. Jo, und nachdem ich René so ein bisschen überzeugen konnte, dass wir auf Creative zocken, machen wir nun unsere Runde hier. Da haben wir ja beim letzten Mal das Dach hier von unserem schönen Aussichtsturm gebaut. Und jetzt geht es so ein bisschen an die Inneneinrichtung, ein bisschen ausleuchten und so. Und vielleicht fangen wir so schon nächstes Plot an. Und René, der ist gerade am Grübeln, was er auf seinem Plot hinbauen könnte, weil er hat schon was angefangen, ist damit aber überhaupt nicht zufrieden. Dein ist sein Plot. René, du kannst auch einfach diesen Befehl machen. Dann ist alles weg. Du brauchst das hier nicht abbauen. Warte, zack. Ja. Magic. Magic. Ja gut, dann geht's mal hier weiter. Verrecke. Aua. Ich bin mit einem falschen Account gerade hier. Ja, moin Leute. Einfach mit einem falschen Account hier. Hab nicht dran gedacht, weil wir ihn noch Survivor aufgenommen haben. Dass ich da mit einem richtigen. Dass ich halt noch mit M. Sternkoker da bin. Ja, moin. Passiert. So. Dann. Jetzt aber. Wunderbar. Jetzt. Ich weiß, was ich die ganze Folge lang mache. Was denn? Im Kreis fahren. Was? Im Kreis fahren. Oh. So, hier drinnen merkt man schon, es ist ganz schön dolle dunkel. Wir packen mal hier alles rein. Ja gut, Glowstone. Ich weiß nicht, ob man Glowstone noch verwenden mag. Notfalls aber auch fucking. Die gibt es hier. So. Könnte man theoretisch hier in die Innenseite so ranpacken. Überall da, wo es geht. Hier natürlich. Geht's nicht. Dann hier. Es ergibt eigentlich eine sehr gute Beleuchtung, was mir gerade auffällt. Da sind hier shit, hier gibt's keine Mitte. Das fällt mir das jetzt auf. Notfalls. Kann man es ja so machen. Ja, das ist eigentlich auch ganz gut möglich. Und ich finde das eigentlich auch ganz gut. Hast du dir eigentlich schon meinen Plot angeschaut, René? Nein. Dann würde ich dir erstmal dringend empfehlen. Wo bist du denn? Auf meinem Plot. Mit wem bist du online? Mit Galaxy Miner, ne? Genau. Ah, hier bin ich noch nicht ganz durch. Hey! Du wohnst ja gar nicht so weit von mir weg. Nee. Ich glaube nur zwei Straßen weiter. Stimmt, hier haben wir ja beim letzten Mal aufgehört. Hier oben fällt mir gerade auf. Scheiße, stimmt. Die Treppe ist zu groß. Welche? Ach, deine Wendeltreppe. Ja gut, wie soll ich die anders machen? Na egal. Nehmen wir den schnellen Weg nach unten. So, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Stimmt, dann müssen wir es jetzt hier noch erstmal weiter blenden. Natürlich könnte ich hier auch mit World Edit arbeiten, aber nö. Außerdem wird es sowieso ein bisschen komplizierter sein, da wir hier mit Stufen arbeiten. Ich weiß nicht, inwieweit das World Edit erkennt, dass ich die Stufe auf der oberen Hälfte haben will. Gerade einen Außen gesucht. Gedacht. Dass die Scheiben auf.
Bei mir ist das hier ein bisschen mit Technik verbunden. Ja, mehr habe ich schon gemerkt. Es sind gerade auch relativ paar hier auf dem Server. Vorhin waren noch ein paar mehr. Das gefällt mir doch. Ich bin auch momentan dabei, ein weiteres Update für den Server zu machen. Und zwar, das betrifft die Ränge. Darum sind die Ränge auch momentan in der Lobby nicht verfügbar zum Kaufen. Die erhalten ein großes Update und, kann ich auch gleich gerne mit ankündigen, werden die Ränge, oder wird ein neuer Rang hinzugefügt neben Galaxy Champ und Galaxy Hero. Und generell werden die Ränge komplett überarbeitet, weil, ja gut, die Funktionen, die sie geboten haben, das waren halt immer weniger. Ist halt damals für Survival nur, daher, es war halt nicht auf den neuen Spielmodi angepasst und das wird jetzt alles angepasst, ich bin dann voll dabei. Und ich hoffe mal, in den nächsten Tagen wird das released, weil werde ich fertig sein. Wenn das released ist, werdet ihr es auf jeden Fall zum Beispiel auch auf dem Forum sehen. Das Forum-Link in der Videobeschreibung immer noch. Könnt ihr euch auch gerne anmelden. Wenn ihr euch registriert habt, müsst ihr nur kurz warten, bis ich euch freigebe. Entschuldigung für die Unterbrechung. Kein Problem. Und nutze ich auf jeden Fall, weil ihr da alles im Server erfahren könnt. Bezüglich Informationen, News, könnt selber irgendwelche Themen erstellen, wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt zu den Rängen nochmal zurückzukommen, wird da jetzt was kommen. Und nachdem ich die Ränge erstellt habe, sobald das fertig ist, vielleicht auch noch was fertig ist, da bin ich momentan nebenbei auch gerade dabei, da habe ich schon was bisschen jetzt mich die letzten Tage beschäftigt, wird es dann hier auf dem YouTube-Kanal einen Server-Trailer geben. Plus nochmal eine neue Zaubervorstellung. Also beides wird kommen. Nur dazu soll erstmal Battles wieder funktionieren und auch die neuen Ränge da sein. Dass alles auf einem runden Level ist sozusagen. Und dann werde ich mich auch weiterhin darum kümmern, generell mal ein bisschen Werbung für den Zauber zu machen auf verschiedenen Foren, wo man halt Zauber vorstellen kann. Sodass wir hoffentlich bald ordentlich Spieler drauf haben werden. Das ist nicht mein Ziel. Weil ich möchte natürlich, also ich merke, dass, ja, ich würde ja auf diesem Server spielen, aber es ist halt keiner online und so. Und das verstehe ich ja auch alles. Und daher will ich da mal ein bisschen entgegenwirken. Und das ist sozusagen jetzt meine Laufbahn, mein Plan. Ja, René? Dennis, den Rand um meinen Plot drumherum, stehen eigentlich so zwei davon entfernt, so zwei Blöcke von denen entfernt. Du darfst das. Ich habe das nämlich auch gemacht. Ich glaube nicht hier, aber auf City Build. Oh ne, hier habe ich das auch gemacht, glaube ich. So. Muss natürlich hier auch alles. Upsala, da und sah es gerade ein bisschen anders aus. Ich war auf der falschen Ebene. So, haben wir mal 4er Abstände? Vielleicht passt das. Hier ein 4er Abstand. Hier für den Abstand und ein 6er Abstand. Ja, gut. Kann man vielleicht so lassen. Was ja auch jetzt die Zuschauer noch nicht wissen, ist, dass René einen neuen Laptop hat. Einen guten Laptop. Und so immer ja mit seinem Kuppel-PC. Jetzt ist das nicht mehr so. Stimmt's, René? René? Ja. Alles Hallo. Klar? Ja. Okay, ich hab dir eine Frage gestellt. Ja, dann hab ich sie nicht mitbekommen, sorry. Alles gut. Du hast ja jetzt keinen Kuppel-PC mehr, oder? Nee. Das sind die Zuschauer ja auch noch gar nicht. Nee, ich bin jetzt mit dem neuesten von, na, nicht dem neuesten von neuesten, aber ich bin besser aufgestockt. Hm. Also sonst hat es ja auch mal eine halbe Stunde gedauert, bis René mal online kam auf Minecraft, weil er sein Minecraft immer so lange zum Laden gebraucht hat. Oh, ja. So, mit dem hier bin ich noch komplett unzufrieden. Jetzt drücke ich auf Start, Forza einmal und Minecraft ist fertig. Ja. Jetzt mal ein bisschen was ausprobieren, weil das gefällt mir so. Warum habe ich jetzt das Drucken als Leute? Dann geht er hier raus. Dann könnte man hier.
hier mal so eine Treppe einführen. Ey, ich wollte mich nicht hinsetzen. Nicht, ich dachte. Nee. Jetzt setzen wir uns rum. Das Einzige, was ich jetzt nur noch aufstocken muss, ist mein Internet. Das ist nämlich Kacke. Das gefällt mir so an sich erstmal nicht. Weil ich möchte das nochmal verschoben haben. Um zwei Blöcke nach hinten und einen Block nach rechts. Also zwei Blöcke nach hinten und einen Block nach rechts. Das darf nicht sein. Ah, die Sonne ist hier ein bisschen doof. Vielleicht könnte ich hier Time Set. Machen wir mal 6000. Oder wir machen mal Timeset. Das ist 0. 0 ist da. Gleich 23. Ich möchte, dass die Sonne hier besser reinscheint. Hast du. Ach, du hast gerade hochgemacht. Machen wir mal so. Bisschen dunkel hier. Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel. Wie bitte? Ich kann dich nicht verstehen, es ist so dunkel. Ja. Wasser riecht grün. So nach dem Motto. So war mein Plan, genau. Aber. Oh. Dennis, dein bester Freund ruft mich gerade an. Oi. Richte ihm schöne Grüße aus. Jo, du weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß, wen du meinst. Kann ja nur einer sein. Geh da jetzt auch nicht ran. Ja, dein bester Freund. Ja. Ich denke mal, so kann man die Treppe schon ein bisschen besser machen. Genau. Dann kann nämlich hier dieses Loch mal zu. Und ich muss mich jetzt hier noch darum kümmern, dass hier der unteren Ebene auch noch ausgelöscht ist. Ich wollte gerade sagen, ruft er mich jetzt nochmal an, schlagen gegen jemanden. Keine Angst. Och, René wird gewalttätig. René, nicht gewalttätig sein. Ich dachte, du bist tierlieb. Bin ich ja auch. Merke ich irgendwie nicht so. Na, alles super. Okay. So, hier könnte man. Es gibt nur hin und wieder so ein paar Menschen. Und wieder nur so ein paar Menschen, die ich hin und wieder mal wegwischen könnte. Okay. Wie sieht das letztendlich aus, wenn man das so macht? Dann hat man nicht so eine hässliche Baumstümpfe hier und auch noch mal ein bisschen zusätzliche Beleuchtung. Ja, das kann man doch machen. So, hier ist so beleuchtet. Hier oben sei ja so ein Restaurant. Oder lieber eins tiefer. Wie hatte ich denn das gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, da bräuchten wir erstmal noch ein bisschen Platz hier. Ich damit. Und Treppen. Akazienholz nehmen wir mal, dann brauchen wir noch einen Zaun, am besten auch oder dann nehmen wir mal Sportzeichenholz und dann Teppich. Dann nehmen wir einen Hellkorn. Ich glaube, ich werde krank. Ist das nicht schon längst? Im Kopf, ja, zumindest das. Ja, was ich schon wohl meinen. Im Kopf bin ich schon seit 18 Jahren krank. Ja, richtig so. So. Das ist das kleine Restaurant hier. Klein, aber fein. Oh yeah. Der Freund, das Meer ist nun offline. Hm, doof. Können wir gleich noch ein Gründchen, Dennis? Was?
Ja, du weißt schon. Kommt drauf an, ob du weißt schon, wer mitmacht. Stimmt. Dann müssen wir schon, du weißt schon, wer gleich fragen. Dann fragen wir einfach mal, du weißt schon, wer, mal einfach mal nach. Machen wir aber nach der Runde. Jo. Dann fragen wir, du weißt schon, wer, um du weißt schon, was zu spielen. Genau. Du weißt schon, wann wir das machen. Um, du weißt schon, wer zu fragen. Um, du weißt schon, was wir dann spielen. Du weißt schon, was zu spielen. Genau. So, dann hier. Ist hier direkt an der Ecke? Nee. Muss ja hier ein bisschen symmetrisch sein. Ich weiß nicht, ob du weißt schon, wer eigentlich hier ist. Ist er? Das weiß ich nicht. Da musst du schon, du weißt schon, wer gucken, ob er, du weißt schon. Habe ich gerade gemacht und du weißt schon, wer. Er ist auf jeden Fall gemutet momentan. Also ist er da. An sich ist er da. Na schön, dann können wir, du weißt schon, ihn gleich fragen. Ja. So, Leute, ich hoffe mal, man kann das hier so machen mit den Sitzgelegenheiten. Dann kann man sich hier ganz einfach hinsetzen, seinen Kaffee trinken, seine Portion Pommes bestellen, was weiß ich, was man hier alles kaufen kann. Bestes Konzept. Ich habe auch noch eine andere, noch eine weitere Idee. Ich brauche mal das hier. An sich würde das ja hier so weitergeführt werden. Hatten wir ja eigentlich sowieso von oben nach unten hin alles weitergeführt an Stämme. Dann machen wir das hier auch mal so. So. Und was? Wie würde das aus? Was haben wir Tropenholz genau? Dann nehmen wir jetzt auch hier mal Tropenholzbretter. Oh ne, wir nehmen mal Trappen. Tropenholztrappen. Hier so eine Tiefe mit drin haben. Wo wollte ich sagen? Sehr schön. Wenn man das einfach so macht, dann hier kommt dann der Eingang bzw. Ausgang halt hin. Also ihr könnt mir ja auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob man das dann hier alles so machen kann, wie ich das jetzt hier heute gebaut habe. Halt auch hier die Wand zum Beispiel, also dieses Treppenhaus, dass man das hier nochmal ein bisschen abschottet. Damit man halt auch hier nicht, ups, runterfallen kann und sich ein Bein bricht. Oder Arm oder Knick, wie auch immer. Ist alles schmerzhaft. Das Server schon wieder oder lag ich? Ich glaube, diesmal lagst du. Weil ich merke gar keine Decks. Das war andersrum. Ja, du hast auf jeden Fall einen höheren Ping als ich. Ich habe übrigens auch wieder das Default Texture Pack drin, fällt mir gerade auf, weil ich das letztens kurz geändert habe. Ja gut. Wollen wir? Ach, wir packen jetzt mal kurz das andere Texture Pack mal mit rein. Eigentlich wollte ich auch sowieso wieder mit dem, also mit dem hier spielen, aber ja gut, weil ich das den Tag geändert habe, weiß ich jetzt nicht, warum ich das geändert habe. Doch nicht. So, so sieht es auf jeden Fall mit diesen Texture Pack jetzt aus. Und das gefällt mir auch. So an sich. Hier. Kann man hier immer noch. Ja, und dann könnte man so und batsch. Ist immer noch möglich. Ja gut, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Das lässt sich auch nicht ändern, weil das geht ja hier überall. Hier kann man auch überall noch ausschauen, ist ja auch nicht schlecht. Dann kann man hier, weiß nicht, soll man hier eine Tür einfügen? Ich glaube nicht. Tür kommt nicht rein. Was hier oben ist,
oder ob wir es so freilassen, weiß ich noch nicht. Er ruft schon wieder an. Och. Du Armer. So, jetzt gehen wir mal kurz hier runter. Weil ich weiß jetzt nicht, ob wir den anderen Raum nicht schon ausgelöscht haben. Die Aufnahme an sich ist eigentlich beendet, aber vielleicht werde ich hier nochmal kurz 2 Minuten verbringen, hier kurz noch den Rest hier auszulöschen. Hat er mir eins. Hier habe ich noch nichts ausgelöscht. Nur wie würde ich denn das hier machen? Das ist verschreibt, ne? Tja. Kennst doch, wir wissen. Du weißt schon, wen ich meine. Kennst ihn doch. Jo. Weil hier ist ja sowieso beleuchtet. Dann machen wir es jetzt hier noch kurz Ende und dann auf jeden Fall sind wir mit der Aufnahme hier fertig. Nochmal kurz, also in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zum neuen Forum. Da könnt ihr auf jeden Fall einmal mal vorbeischauen, vielleicht euch auch registrieren, weil wenn ihr mal Hilfe braucht oder so, könnt ihr direkt da gleich ein Ticket schreiben oder euch generell mit anderen im Forum unterhalten. Das ist eigentlich für alles da. Und gerade auch für Minecraft-Themen, wenn ihr auf dem aktuellen Stand sein wollt bezüglich dem Server, dann steht auch alles da. So, dann haben wir hier auch ausgeleuchtet. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir gehen jetzt kurz nochmal hoch. Ja, wir sind in Creative, da kann man fliegen. Daher fliege ich einfach mal kurz hoch. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Und tschüss. Oh ne, wird's nicht Schuss sagen. Tschüsseli. Ah, jetzt hängt das schon wieder.